Moin und willkommen zu meinem kleinen Zug-Let's Play. Sie müssen den Kohlevorrat vollständig aufheben, bevor Sie starten können. Viele Besucher möchten dabei zusehen. Okay. Wo soll ich jetzt hinfahren? Zur Kohle oder was hier? Wo muss ich hier? Warte mal. E. T. Soll ich mal zurückfahren erstmal? Ja, Fahrtrichtungswende. Was haben wir hier? Regler. Kohleverladung ist da vorne, okay. Ja, wir fahren in den Dampflok. So ein paar zusehen, wie die Kohle verladen wird. Na toll. Mal sehen, ob ich das schaffe. Bremse. Das war ein Fahrtrichtungshebler, wo war jetzt die Bremse? Da. So. E, T. So. Warte mal, F4. Nee, wie war es jetzt hier mit Kohle? 0,8 Brutto. Wir vorfahren oder was hier? I don't know. Das gleiche haben wir mit Wasser gehabt, ne? Wo wir Wasser aufladen sollten. Und es auch nicht geklappt hat. Ah, jetzt hat er es hier. Da ist Liter Kohle auf. Sehr gut. Das ist schon die Schaulustigen, die ihr sehen wollen. Vorne an ihre Lok. Das heißt, wir müssen mal rückwärts fahren. Ah, kompliziert wieder hier. So, Fahrtrichtungshebel ist auf minus 8. Zugbremse auf 0. Jetzt muss ich mal gucken hier wegen Gleis, wo bin ich? Da. Holen Sie Fahrgäste in der Harvester sowieso. Zurück. So, jetzt können wir theoretisch losfahren. Ja, man sieht hier nicht viel in der Lok hier. Soll ich jetzt vorne ankoppeln? Ich denke mal ja, ne? Mann, das sieht man schon durch die Dinger durch hier. Hier alte Dampfdinger, hier Dampfwagen, geil.
Ah ja, ich komme mal hinten an, oder? So, bremsen. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Das kann ich ja nicht umschalten. Was ist das denn? Muss ich weiter zurückfahren hier? So, gib Gas. Hallo. Das sind Autos. Ja, die Dampflok. So, das müssen wir jetzt aber lang. Haben wir die falsche Taste hier. Okay, hat er automatisch gemacht. Zurück und bremsen. Fahrtrichtungshebel nach oben. Nicht so weit. Ja, die Bremsen sind nicht so stark. Da muss man schon mit dem Richtungswandler ein bisschen arbeiten. So, 8,3 sollte reichen. Ja, eine schöne alte Lok, ne? Jetzt nur nicht so schnell ranfahren. Jetzt haben wir ein Problem, dass wir gleich entgleisen. Harvest Street. Ja, alles so locklich, ne? Einfach nur die Blechwand, wo einfach was rangeschraubt wurde. Rückwärts. Rückwärts wollte ich nicht, ich wollte vorwärts fahren. So, müsste gleich da sein. Hier spielen wir ohne Zeit. Haben wir also genug Zeit, hoffentlich. So, mit 0,6, wir können ein bisschen schneller fahren. Okay. Lassen Sie die VIP-Passagiere hier in Harvest Street einsteigen, bevor Sie nach Reit losfahren. Okay. Halt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Richtung das ist, ob es vorwärts oder rückwärts ist. Denn vorne sehe ich jetzt nichts.
Es sind alle an Bord. Der nächste Halt ist Smallville Junction. Wo mehr Passagiere einsteigen. Okay. Müsst ihr hinter mir sein, ne? Was ist das hier? Circle Cap, okay. Ah, dann wollen wir mal rückwärts fahren. Mal gucken, wo es jetzt weniger wert, weil wir jetzt Probleme kriegen. Laut dem haben wir grün. Fünf, ja, wir werden weniger, sehr gut. Wir sind hier auf der Mantle of Ice, oder Isle of Man, oder wie heißt hier die Insel. Wir fahren eine 040 ST Invisible, also unsichtbar. Und zwar eine 17 Stück wurden davon gebaut insgesamt, von dieser Lok hier. Die Dosierung finden, wo der genau richtig zieht hier. Immer weniger, was soll das? Immer noch weniger. Gewicht 17,57 Tonnen, fast 6 Meter lang, also 5,94 Meter, 650 PS und 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Aber da wir nur 20 fahren dürfen, dauert das noch ein bisschen. Weiß nicht, ob ich schrauben lösen kann hier, leider nein, auf seiner Dimension. So, bevor wir zu schnell werden, ein bisschen Dampf wegnehmen hier. Ja, 19,7. Ja, 19,8 wieder, sind wir weniger. Mann, hier kann man schön rausfallen, ne? Wenn man nicht aufpasst. Einmal kurz daneben treten und schon ist man unten. Whistle, 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 da ist ein Whistle-Schild. Oh, so neben die Heck eben hier. Ja, piep.